Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Reihe Unsere Lieder, wo wir Lieder anschauen, die wir hier in Köln-Ostheim gerne singen. Und wir wollen sie auf ihren Hintergrund, auf theologische Aussagen hin beleuchten. Das Lied für heute ist Bleibend ist deine Treue. Great is thy faithfulness. Dieses Lied basiert auf dem Buch der Klagelieder, Kapitel 3, die Verse 22 bis 23. Da heißt es, ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Bleibend ist deine Treue. Es war genau dieser Text, der den Autor Thomas Chrisham damals inspiriert hatte für dieses Lied. Und so ist dieses Lied eigentlich die Geschichte von Thomas. Er wurde 1866 in Kentucky geboren, in einer einfachen Blockhütte. Schon in jungen Jahren zeichnete sich heraus, dass er hochintelligent und ehrgeizig ist. Und im Alter von 16 Jahren wurde er bereits Lehrer, mit 21 Redakteur einer Zeitung. Und er war sehr erfolgreich. Aber das größte Ereignis seiner Jugend und seiner jungen Jahren war tatsächlich, als er mit 27 Jahren Jesus Christus als seinen persönlichen Erretter aufnahm. Von dem Moment an setzte er seine Intelligenz und seinen Ehrgeiz für Gott ein. Später, mit 36, wurde er in einer methodistischen Gemeinde auch ordiniert. Er war auch schon immer Liebhaber der Poesie und wollte diese Liebe in vollem Umfang zur Verherrlichung Gottes einsetzen. Sein ganzes Leben sollte im Dienst Gottes stehen. Und so wollte er sich für ihn einsetzen und strebte das Amt eines Pastors an und wurde tatsächlich auch in Scottsville, Kentucky, ordiniert. Kurz danach gründete Thomas eine Familie, heiratete die Liebe seines Lebens und es schien so, als sei sein Lebensweg von nun an vorgezeichnet, den Rest seiner Tage Pastor zu sein. Doch das Leben nahm eine andere Wende. Während seiner Zeit als Pastor verschlechterte sich der Gesundheitszustand von Thomas so sehr, dass er die Gemeinde sogar verlassen musste. Durch zahlreiche Krankenhausrechnungen kamen auch noch finanzielle Probleme dazu. Und wenn viele Menschen in einer Zeit gesundheitlicher oder finanzieller Krisen mit Gott verbittert wären, so wurde Thomas nicht verbittert. Im Gegenteil, er liebte Gott noch viel mehr und freute sich an dieser Beziehung. Ja, er war kein Pastor mehr, aber er hatte mehr Zeit, sich auf das Schreiben von Liedern zu konzentrieren. Ja, er hatte gesundheitliche Probleme, aber er hatte auch eine liebevolle Frau und Töchter, die sich um ihn kümmerten. Ja, er hatte finanzielle Schwierigkeiten, aber er fand auch einen Job als Verkäufer von Lebensversicherungen, das ihm später half, die Rechnungen wieder zu begleichen. Egal wie schwierig es für Thomas war, entschied er sich immer dafür, Gottes Treue zu sehen. Und so ist dieses Lied »Bleibend ist deine Treue« nicht aus einem dramatischen Ereignis entstanden, sondern ein einfacher Mann, der Gott treu folgt und der Gottes Treue erlebt. Er selbst bezeichnet sich oft einfach nur als ein alter Schuh. Und das zeigt so ein Selbstbild von, ich bin ein einfacher Mensch, aber Gott ist in meinem Leben am Wirken. Und somit ist bleibend ist deine Treue das Lied für jeden Christen. Diese positive Einstellung zum Leben änderte sich bei Thomas nie. 1923 greift er dazu Stift und Papier und schreibt, inspiriert von diesem Kapitel, diesen Versen aus Klagelieder 3, dass sein berühmtestes Gedicht, Great is thy faithfulness. Er schickte dieses Gedicht an einen William Runyon, der Musiker am Moody Bible Institut war. Und an Runyons Position kamen sehr viele Gedichte, aber dieses ergriff ihn besonders. Und er ging ins Gebet, dass er eine Melodie finden würde, die dem Text dieses Gedichtes entspräche. Und so wurde auch die Melodie, entstand die Melodie, die wir heute kennen. Diese Melodie selbst nannte Runyon Faithfulness, Treue. Runyon selber sagt über diesen Prozess, dieses spezielle Gedicht hatte eine solche Anziehungskraft, dass ich inständig darum betete, dass meine Melodie seine Botschaft auf würdige Weise übermitteln möge. Und die spätere Geschichte seiner Verwendung zeigt, dass Gott dieses Gebet auch erhört hat. Denn
Durch den Dienst von Billy Graham und seinem Musiker George Beverly Shea wurde das Lied in aller Welt bekannt. Thomas Chisholm selbst schrieb in seinen 93 Lebensjahren über 1200 Gedichte, von denen die meisten wohl für immer vergessen bleiben. Nur dieser eine Hymnus, den kennen wir. Er hatte drei Strophen und einen Refrain. In der ersten Strophe geht es um Gottes Treue, die sich in seinem Wort offenbart und ist an Jakobus 1, Vers 17 angelehnt. Jede gute Gabe, jede vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem es keine Veränderung und keinen Schatten gibt, der sich ändert. Vers 2 erzählt uns von der Treue Gottes, die sich in der Schöpfung offenbart. Die Jahreszeiten, die Sonne, der Mond, die Sterne gehen alle perfekt geordnet und ruhig ihren Weg, geführt von Gottes treuer Hand, ohne unser Zutun. Und Vers 3 erinnert uns an die Treue Gottes, die sich in unserem Leben zeigt. Er verzeiht uns alle unsere Sünden. Er erfüllt uns mit seinem Frieden. Er versichert uns seiner Gegenwart, gibt uns Kraft, Hoffnung und unzählige Segnungen, die wir kaum zählen können. Welche Herausforderungen, Prüfungen oder Enttäuschungen wir auch immer gerade erleben, dieses Lied erinnert uns daran, dass Gottes Verheißungen wahr sind. Er ändert sich nicht. Sein Mitleid hört niemals auf. Und seine Treue zu uns ist in Jesus Christus. Sie ist mehr als groß. Sie ist ewig. Gott braucht keine unglaublich begabten oder berühmten Menschen, um diese Wahrheit aus seinem Wort zu verkündigen. Er braucht nur treue Menschen, dich und mich. So durfte Thomas dieses Lied schreiben und somit vielen zum Segen sein. Aber auch wir haben den Ruf, diesen treuen Gott zu glauben und in Treue ihm zu folgen und somit zum Segen zu sein für den Nächsten. Vielleicht auch gerade heute im Gottesdienst oder in der näheren Zukunft, wenn ihr dieses Lied singt, es ganz bewusst anzustimmen, um einander zu ermutigen, wir haben einen Gott, der bleibende Treue hat. Denn Gott braucht nicht unglaublich begabte oder berühmte Menschen. Er brauchte diesen alten Schuh, Chisholm. Er braucht dich und mich.